Die Aalinsel. Auf Berg waren die Aalpocken ausgebrochen. Die Krankheit zeichnete sich durch Kontrollverlust und Fieberschübe aus. Fast alle Bewohner hatten sich in der großen Halle eingefunden, wo heiße Kräuter verteilt wurden, die ein wenig Linderung brachten. Hier, bitte sehr, koste davon, es wird dir gut tun. Hicks stand in der Tür zur großen Halle und sah sehr besorgt aus. Er hatte aber auch schon einen Plan, um die Epidemie einzudämmen. Da erschien Fischbein auf Fleischklops. Hicks, Astrid holt gerade Goti ab. Wir treffen uns in der Akademie. Ach, gut. So, mein Freund. Los geht's. Hicks setzte sich auf Ohnezahn und flog rüber zur Drachenarena, um die anderen Drachenreiter abzuholen. Bereit, Leute? Bereit, Berg während einer Aalpockenepidemie zu verlassen? Da muss ich nachdenken und nachdenken. Ich würde sagen, das ist ein fettes Ja. Je eher, desto besser. Ich will doch nicht krank werden. Und wenn er krank wird, werde ich auch krank. Echt jetzt? Ja, wir sind Zwillinge. Moment, wenn ich mir selbst eine haue, dann würde dir das wehtun? Auf jeden Fall. Du kannst es versuchen. Cool. Au! Noch einen hinterher. Gleich noch ein, fester! Aber gern doch! Davon habe ich nichts gespürt! Mach noch eins zum Abschluss! Leute, bitte! Wir brechen zur Heilerinsel auf, sobald Astrid wieder da ist! Hicks! Hau drauf hatte die Arena betreten. Vater, du solltest dich doch in der großen Halle ausruhen! Unsinn! Was, so kleiner Schnuppen kann Wikinger nicht umhauen! Hey, schon gut! In dem Moment flog Astrid auf Sturmpfeil in die Arena. Sie hatte Goti mitgebracht. Die alte Wikingerin kannte sich gut mit Heilkräutern aus. Wir haben die Liste der Zutaten und sie ist sehr lang. Tja, dann sollten wir uns beeilen. So eine Medizin macht sich nicht von allein. Ich müsste eigentlich mitkommen. Vater, Berg braucht ein gesundes Oberhaupt, keinen kranken Drachenreiter. Wir schaffen das schon. Na schön. Ich bleib dann hier bei den anderen Niesköppen. Sei vorsichtig, Hicks. Dann war ich mal nicht vorsichtig. Sag besser nichts. Die Drachenreiter machten sich auf den Weg. Goti begleitete sie. Schon bald hatten sie die Heilerinsel erreicht. Hicks warf einen Blick auf die Zutatenliste. Da liegt viel Arbeit vor uns, also packen wir es an. Hicks las vor, was auf der Liste stand, und seine Freunde besorgten nach und nach alle Pflanzen. Kreuzdornwurzel, leicht geröstet. Ein Dutzend Felsblüten, eine Handvoll Ziegenkraut. Eine wilde Dagerpflanze. Ich denke, das wäre dann alles.